das ist unsere Wokpfanne. Da wird jetzt ohne Fett und ohne Wasser das Fleisch reingelegt, nachdem sie vorgeheizt worden ist. Ein bisschen Schleichwerbung am Rande. Der Topf ist von AMC, aber es lohnt sich wirklich. Diese Extrakosten haben wir uns mal von einer längeren Zeit auf Raten gekauft. Nach 5-6 Minuten ist es gewendet. Nicht mal 5-6 Minuten. Und auch wieder angedrückt. So, das Fleisch wird rausgenommen und gewürfelt. Das kommt hinterher wieder rein. Jetzt kommen alle anderen Zutaten in die Wokpfanne und werden auch anbraten lassen. Ingwer wird schön klein geschnitten, dann kommt hinterher noch Knoblauch dazu und so weiter. Öl ist erhitzt worden und jetzt wird der Reis angebraten. Nach dem Anbraten kommt die doppelte Menge Wasser zum Reis dazu und dann wird er nach einem kurzen Aufkochen einfach abgeschalten und gart dann noch von selbst zu Ende. Knofi gehört auf jeden Fall in Unmengen dazu. Jetzt kommt noch eine Gewürzmischung rein, die wir aus Israel haben. Sehr orientalisch in den Reis hinein. Und jetzt werden die Fleischwürfel, die wir eben klein geschnitten haben, werden jetzt dem Wok hinzugefügt. So, jetzt wird der Curry ein bisschen unten am Topfboden angebraten, darf aber auf keinen Fall schwarz werden und dann alles schön verbrennen. Und anschließend kommt dann die Kokosmilch dazu. Ne? Eine Dose Kokosmilch war das. Okay. Für so eine große Menge kann man gut eine Dose Kokosmilch machen. Und der Vorteil ist, das Ganze ist sogar noch koscher, weil Kokosmilch vegetarisch ist. Genau. Jetzt kann man die Hitze komplett ausschalten. Die Resthitze reicht aus, um das noch so ein bisschen nachdünsten zu lassen. Wer will, kann nach Belieben thailändische Peperoni hinzufügen. So, das fertige Gericht. Guten Appetit.